Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nochmal, liebe Geschwister. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, eben in der Freitagspredigt habe ich darüber gesprochen, wie man den Iman stärkt. Und jetzt wollte ich euch einige Ratschläge geben, wie man auf dem geraden Weg bleibt. Denn subhanallah, alhamdulillah, ihr seid die Leute, die hier zur Moschee kommen. Aber wie viele kennt ihr, die man nie in der Moschee sieht, die voll weg sind vom Fenster, die nichts mehr praktizieren, die die Liebe zur Religion verloren haben oder die vielleicht wirklich vom Islam abgefallen sind? Leider muss man sagen, dass es heutzutage immer mehr Leute gibt, die Zweifel haben an der Religion, die in Zweifel eingeredet werden. Und das liegt an verschiedenen Gründen, auf die ich gleich eingehen werde. Und ich möchte damit erstmal mit diesem Vortrag euch dazu bringen, euch selber zu festigen und mich natürlich auch. Denn eigentlich ist es immer so, wenn ich einen Vortrag mache, der Erste, den ich damit anspreche, bin immer ich persönlich. Wie eben zum Beispiel die Geschichte mit diesem Jungen, die ich erzählt habe bei der Freitagspredigt, der diese Frau gesehen hat, die entblößt war und einen zweiten Blick geworfen hat und daraufhin sich so geschämt hat, dass er sich nicht mehr getraut hat, zum Propheten a.s. zurückzugehen. Die Geschichte hat mich erstmal selber beeinflusst, dass ich mir sage, man muss wieder wirklich mehr aufpassen, wo man hinschaut und so weiter. Möge Allah uns alle recht leiten. Aber dass ihr euch selber schützt und dass ihr auch lernt, andere zu schützen. Denn wenn man die Argumentation gelernt hat, dann kann man andere damit schützen. Denn Leute, eine Sache ist ganz wichtig. Wir sind in Deutschland eine Minderheit. Eine Minderheit. Die Muslime sind eine Minderheit. Und diejenigen, die praktizieren, sind noch weniger. Und diejenigen, die praktizieren mit dem richtigen Verständnis, mit dem richtigen Manhaj, sind noch weniger. Und wir wollen alle Menschen zurückbringen auf diesen Weg, insbesondere unsere Jugend. Und deswegen ist es unsere Pflicht, Gas zu geben. Und wir haben einen großen Feind. Wer ist dieser große Feind? Dieser ganz große Feind ist der Shaitan. Und er hat schon zu Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, bevor Adam und Hawa auf die Erde gekommen sind, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني ليوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Hast du den gesehen, den du huld über mich, den du über mich erhoben hast? كرمت علي. In Sure 17, Vers 62 bis 64. Wenn du mir Aufschub gibst bis zum jüngsten Tag, werde ich ihre Nachkommen an die Zügel nehmen, bis auf wenige. Bis auf wenige. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, was passieren wird. Er wird Rechtleitung schicken. Und wer meiner Rechtleitung folgt, der wird nicht irre gehen und der wird nicht unglücklich sein. Und dieser Shaitan, der hat auch geschworen zu Allah, لَأَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ مُسْتَقِيمٌ ثُمَّ لَآتِيَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ich werde von vorne zu ihnen kommen, von hinten, von rechts und von links, und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Das ist ein gewaltiger Feind. Deswegen ist es unsere Pflicht, genau das Wissen zu lernen, womit wir den Shaitan besiegen können. Und wenn wir so einen Feind haben, müssen wir wissen, mit was für Mitteln der arbeitet. Und im Allgemeinen sind die Mittel, die er hat, und er ist sehr erfahren. Er hat sehr viel Erfahrung, wie er die Menschen in die Irre leitet. Er weiß, wie die Menschen eventuell reagieren. Und er hat seine Soldaten. Aber im Allgemeinen sind seine Waffen Shubuhat und Shahawat. Shubuhat, Scheinargumente gegen die Religion. Zum Beispiel, dass man mit irgendwelchen Scheinargumenten kommt. Und Shahawat, Gelüste. Geld, Macht, Frauen und so weiter. Wodurch die Menschen in Sünde gebracht werden und durch die Sünde werden sie immer weiter von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt. Und umso weiter du dich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernst,
Umso weiter du in das Meer der Sünden hineinschwimmst, umso größer ist die Gefahr, dass du in dem Meer der Sünden ersäufst. Umso schwieriger ist es, zurückzukommen an das Land der Rechtleitung. Allah sagt im Koran, رَانَ عَلَى قُلُوبِ مَكَانُ يَكْسِبُونَ. Und das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen herabgelassen, niedergelassen. Und hier kommen wir zum ersten Faktor. Ja, wir wissen, wir haben die Waffen des Satans, Shubuhat und Shahawat, und wir haben das Gegenmittel. Wer meiner Rechtleitung folgt, der wird nicht elend sein, der wird nicht in Irre gehen. Was ist die Rechtleitung? Qala Allah, qala Rasulullah. Allah sagt, der Koran, qala Rasulullah. Der Gesandte hat gesagt, alayhi salatu wassalam. Das ist die Medizin dagegen. Das Wissen von Koran und Sunnah. Und wir haben eine Verantwortung für diese Religion. Und es gibt eine Aussage, liebe Geschwister, die ich immer wieder gerne betone, die mich so motiviert hat. Ja? Die ist von Muhammad Abdul-Wahhab, rahimahullah, in Kishf al-Shubuhat. Da sagt er, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تَرِيكَ إِلَى اللَّهِ لَا بُدْلَهُ مِنْ عَدَاءٍ قَائِدِينَ لَيْهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَسِيرُ لَكَ سِلَاحًا تُقَاتِلُ بِهَا أُولَاءِ الشَّيَاطِينَ الَّذِينَ قَالَ إِمَامُهُمْ مُقَدَّمُهُمْ لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ لَأَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ مُسْتَقِيمًا ثُمَّ لَآتِيَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Das heißt, wenn du weißt, dass der Weg zu Allah mit Satanen bestückt ist, so wisse, dass es Pflicht für dich ist, von der Religion Allahs das zu lernen, was für dich zu einer Waffe ist, wird, womit du diese Satane besiegen kannst. Deren Vorsprecher und Imam gesagt hat zu Allah, ich werde wahrlich von vorne zu ihnen kommen, von hinten und von rechts und von links, und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar sehen. Gewaltiger Feind, oder? Aber was sagt er dann? Dann sagt er, وَلَكِنْ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى اللَّهِ وَأَصْغَيْتِ لِحُجَّتِهِ وَبَيِّنَاتِ فَلَا تَخَّفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ كَيْدَ شَيْطَانِ كَانَ دَعِيفَ. Aber wenn du dich Allah widmest, dich Allah zuwendest und auf seine Erklärungen und seine Beweise hörst, Koran und Sunnah, das Gegenmittel, so habe keine Angst und sei nicht traurig. Warum? Allah sagt im Koran, wahrlich, die Pläne des Satans sind schwach. Und dann sagt er weiter, وَالْعَمِيرُ مِنْ الْوَحِدِينَ يَغْرِبُ أَلْفَ مِنْ عُلَمَائِهَا أُولَئِ شَيْتِينَ. Und ein normaler Gläubiger von den Muwahidin, von denen, die den Tawhid richtig praktizieren, besiegt tausende Gelehrte von diesen Shayatin. So wie Allah im Koran sagt, وَإِنَّ جُنَّنَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Und unsere Soldaten werden wahrlich über sie siegreich sein. Und dann sagt er, فَجُنُّ اللَّهِ غَالِبُونَ. بالسيف والسنان كما أنهم الغالبون بحجة واللسان ولا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما ينكدها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Das heißt, und die Soldaten Allahs sind siegreich mit dem Schwert, mit den Waffen, und sie sind auch siegreich mit der Zunge und mit dem Beweis. Und niemals kommt einer, der das Falsche vertritt, mit einem Beweis, außer dass man im Koran das findet, was diesen Beweis zerstört, nichtig macht. Wie Allah im Koran sagt, sie kommen zu dir mit keinem Beispiel, außer dass wir schon mit der Wahrheit der besten Erklärung gekommen sind. Deswegen unser Maßstab ist Koran und Sunnah. Das ist das A. Und daran muss man festhalten. Al-Haqqu bi dalailihi la bi qaili. Die Wahrheit ist nach seinen Beweisen, nicht nach dem, der es sagt. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان.